Hallo, welcome to my home. Schon im Flur begrüßt ein kräftiges Orange die Besucher. Das knallige Blau der Küche steht dazu in deutlichem Kontrast. In der ganzen Wohnung sind Farben das zentrale Gestaltungselement. Als wir angefangen haben, uns Gedanken über neue Küchenfronten zu machen, haben wir uns ganz viele verschiedene Farben angesehen. Mein Mann ist auch Architekt und eigentlich streiten wir uns bei solchen Sachen immer. Aber bei der Farbe waren wir uns sofort einig. Als die Türen dann da waren, war ich allerdings zuerst etwas schockiert. Aber wenn man den ganzen Raum sieht, passt es einfach gut. Der weiße Grundton des Essbereichs in der Wohnküche kontrastiert mit der Küchenzeile. Den Raum prägt eine bunte Mischung an Möbeln. Die Bank hat Ia Jeres Ur-Urgroßvater gebaut. Das Regal ist ein Klassiker des deutschen Designers Dieter Rams. A home shouldn't be kind of clinical. Ein Zuhause sollte einfach kein klinisch reiner Raum sein. Es ist ein Spiegel unseres Lebens. Am Ende ist es eine Mischung aus alten und neuen Dingen, die man sammelt. Die Kinder bringen etwas Selbstgebasteltes aus der Schule mit. Es gibt Sachen, die würde mein Mann gerne wegschmeißen, ich aber nicht. Und umgekehrt. So ist einfach das Leben. Es ist ein bisschen chaotisch. Der dunkelgraue Farbakzent lässt das Schlafzimmer deutlich ruhiger erscheinen, passend zum Zweck des Raumes. Im Badezimmer sorgt neben dem Grauton der Wände auch ein anderes Material für eine angenehme Atmosphäre. Statt vieler Fliesen wurde hier Teakholz verlegt. Die Struktur des Holzes war uns wichtig. Jeder benutzt Fliesen oder Stein im Bad, aber so wird es behaglich. Zusammen mit den dunklen Farbtönen fühlt es sich erdig an, sehr ruhig. Ich mag dieses Bad, es ist einfach gemütlich. Die Wohnzimmerwände sind weiß. Und das nicht, weil dem Architektenpaar die bunten Farben ausgegangen wären. Das Wohnzimmer ist der Ruhepol des Apartments. Farbige Akzente setzen hier einzelne Möbelstücke und Accessoires. Dies ist einer der Lieblingsplätze von Ia Jere. Weiß ist eine wunderschöne Farbe. Ich mag sie. Und bunt wird es hier durch die vielen kleinen Dinge, die roten Stühle, die großen Bilder, die Lampen. Natürlich könnte das Sofa eine kräftige Farbe haben, aber so hat man einfach Luft zum Atmen. Ein Gang durch die 200 Quadratmeter große Wohnung zeigt: Bei der Wahl der Farben darf man auf keinen Fall das große Ganze aus dem Blick verlieren. Wir haben uns natürlich angeschaut, wie die Farben alle miteinander funktionieren. Alles sollte harmonisch sein. Natürlich sind es zum Teil sehr kräftige Farben, aber trotzdem müssen sie zusammenpassen. So haben sich Ia Jere und ihr Mann ein buntes Paradies inmitten der Altstadt von Stockholm geschaffen.